Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei mir. Mitten im Leben. Ich weiß, ich sehe voll schrecklich aus. Und dunkel ist es jetzt auch noch hier irgendwie. Aber ich wollte mich mal bei euch melden. Ich habe ja jetzt ein paar Tage gar nicht gevloggt. Mal eben Fenster zu. So. Also ich habe ein paar Tage gar nicht gevloggt. Und ihr habt mir schon geschrieben, vielen Dank dafür. Also ihr habt mir E-Mails geschrieben, ihr habt mir auf Facebook geschrieben, ihr habt mir hier in die Kommentare geschrieben, ob alles okay ist und so. Also ihr habt euch Sorgen gemacht und vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Es geht mir gut, also auch dem Baby ist es alles in Ordnung. Ich habe einfach mal ein paar Tage Pause gemacht. Ja, so ein bisschen durchgeatmet. Ein bisschen, also YouTube-Pause. Gestern war Dienstag und Montag, da war ich auch die ganzen Tage arbeiten. Von morgens bis abends, also da hätte ich euch eh nichts wirklich erzählen können. Und am Wochenende, da haben wir einfach mal für uns die Zeit genossen ohne Kamera. Und heute bin ich wieder da. Ach, und seht ihr das, was der macht? Da ist seine, da hat er so eine Tüte mit seinem Spielzeug drin. Und ich glaube, da will er sich jetzt reinlegen. So, klopp. Er hatte gestern Geburtstag. Da haben wir gefeiert. Er hat sogar Kuchen gekriegt. Also Kuchen in Anführungsstrichen. Wir haben ihm Fleischwurst und so gegeben. Ich habe das Sofa hier alles runter gemacht. Ich wollte das jetzt absaugen und den Boden saugen. Und deswegen ist da jetzt alles so. Ja, könnt ihr dem Smurfy gratulieren. Er ist jetzt ein Jahr. Doing. Doing, doing, doing. Ja, er hatte auch Besuch gestern von einem Freund bei uns auf der Arbeit. Und haben gespielt. Der ist so bekloppt, ne? Jetzt ist er hier in seine Box gegangen. Und hat selber zugemacht. Will seine Ruhe haben. Du bist ein irres Tier, du. Hm? Ja, wo war ich stehen geblieben? Also, es geht mir gut soweit. Das ist alles wunderbar. Die Übelkeit hat sogar nachgelassen. Das habe ich euch ja auch noch in meinem letzten Video gesagt. Es geht mir besser. Hm. Ja. Ich sehe jetzt halt nur so wüst aus, weil ich habe mich noch gar nicht fertig gemacht. Ich wollte jetzt nämlich den Haushalt machen, also saugen, wischen, das Sofa und alles, was man so macht. Und dann wollte ich in Ruhe duschen gehen. Ja, ich habe jetzt keine Lust, mich fürs Video schick zu machen und zu duschen und so. Dann mache ich alles sauber und dann bin ich wieder verschwitzt. Ich schwitze total viel, seitdem ich schwanger bin. Smurfy, du hast doch die Tür hier zugemacht. So, jetzt ist auf. Okay, besser? Du musst da nicht drin bleiben. Der ist da immer nur drin, wenn er seinen Knochen isst, diesen oder einen Fischkopf oder so, dann geht er da rein, damit er damit nicht aufs Sofa geht. Okay, dann fange ich mal jetzt hier an. Wartet nämlich morgens immer nur darauf, dass die Kissen so hingelegt werden. Dann kann er da drauf schlafen. Was hast du? Zu viel Staub eingeatmet?
Ja. Eingesprüht das Badezimmer mit Badreiniger, weil ich es gleich putzen wollte oder muss, wollen nicht. Ich mache mir gerade hier so einen Thunfisch. Bitte, ja? Ich kann dir jetzt zeigen, dass es Sternchen war. Ja, ich komme sofort. Also ich habe seit Tagen Hunger auf Thunfisch und deswegen mache ich mir jetzt so eine Art Thunfischpaste. Das sind Kichererbsen und da kommen Nori-Blätter rein. Die machen dann den fischigen Geschmack. So. Und dann esse ich das schön mit Reis und Zitrone und Dill, glaube ich. Da habe ich richtig Appetit drauf. So. Und dann mischen wir das mal in unserem Supermixer. Sieht jetzt zwar nicht so lecker aus, diese Paste, aber ich sag euch, die schmeckt wie Thunfisch. Für mich zumindest. Ich habe ja jetzt 5 Jahre oder so keinen Thunfisch gegessen. Dann ist das lecker. Und besser als wirklich Thunfisch zu essen. So. Knoblauch mache ich mir da noch drauf. So. Und Dill. Zitronensaft. Ich habe leider keine richtige Zitrone hier. Muss die herhalten. So. Guten Appetit, Michaela. So, ich hatte hier gerade ein bisschen die Beete ja, gehakt, einfach nur. Hier seht ihr, ist noch alles voll Unkraut. Und hier. Und 2 Beete sind frei. Die beiden da. Und dann wollte ich da jetzt neuen Salat einsehen. Das hier ist so ein Pflücksalat. Da haben die Schnecken ein bisschen gepflückt, aber wir hatten auch schon das Glück und durften was essen und der ist sehr lecker. Deswegen mache ich nochmal Pflücksalat, dann hier so ein Kopfsalat und Blattsalat Lolo Bionda. Ja, mache ich jetzt hier ein paar rein. Etty, geh mal zur Seite. Geh mal weg. Ist lieb gemeint, aber ich brauche gerade keine Hilfe beim Buddeln. Mama? Ja. Schlängeln eine Top-Aubergine sich? Nee. Egal, ich habe über Muss reingecheckt. Okay. Vielleicht fühlt sie sich damit wohler. Aber irgendwann muss sie ins Freiland gesetzt werden. Also bei mir da hinten hin, ne? Ja. Da müsstest du mal Unkraut machen bei dir. Aber Fiesen! Rausreißen das Unkraut. Das ist doch viel zu viel! Ja, das passiert, wenn man das nicht regelmäßig macht. Das hatten Bernd und ich ja auch letztes Jahr. Oder wir alle. Dann wird das so. Kannst du mir dabei helfen? Also hier vorne, das hier sind ja die wilden Tomaten wieder. Ja. Die würde ich lassen, weil die bringen die schönsten Tomaten. Die sehen sich jedes Mal selber aus. Ja, aber guck mal, wie groß meine Tomaten da schon sind. Die du gepflanzt hast. Ja. Naja, super. Ja, genau. Und hier sind ja die Zwiebeln. Die kommen auch, aber dazwischen ist auch schon ganz viel Unkraut.
Und das da macht Bernd da. Ja. Und da hinten, wo Smurfy ist, da ist das Hummelnest. Komm mal weg. Besser. So, und ich mähe jetzt hier noch Rasen, dass das ordentlich aussieht. Und ich? Ja. Hopp jetzt Unkraut. Boah, das finde ich super, dass du das machst. Ich habe jetzt Rasen gemäht und Unkraut, haben die Kinder mir auch geholfen, haben wir ein bisschen geerntet. Und zwar Erdbeeren, davon können wir jetzt zurzeit jeden Tag ernten. Und die hier, die sehen so unreif aus, ne? Aber das sind Ananasbeeren. Ja, das liegt hier. Ja. Och, Etty, du musst mich doch nicht anspringen immer, oder? Oder muss sieht das man sein? Nicht, jetzt sieht man das. Und zwar Ananas-Erdbeeren, die sollen reif sein, wenn die Punkte rot sind. Und die sind richtig lecker. Und davon haben wir voll viele, weil die sich ja so vermehren, die Erdbeeren. Und so viel können wir ungefähr jetzt jeden Tag ernten. Manchmal auch ein bisschen mehr. Und ja, voll toll. Und ich habe hier noch was. Ich habe ganz viele Kräuter geerntet. Das ist Petersilie. Dann ist hier ganz viel Schnittlauch, Liebstöckel und ein bisschen Möhrengrün und Selleriegrün und so. Das wasche ich jetzt ganz ordentlich, weil da ja so ja, Tierchen und Dreck und sowas alles drin ist und muss das so ein bisschen selektieren, weil da hier seht ihr, da ist so Krüsselzeug dran. Das will ich ja nicht haben. Und dann trockne ich das und dann wird das mit Salz zusammen oder erst wird das gehäckselt, wenn das ganz trocken ist und dann mit Salz und dann hat man wie so ein Kräutersalz, was man dann nehmen kann anstatt Brühe. Das hatte ich auf Facebook in so einer Kräutergruppe oder so gesehen. Ach guck mal, hier Zuckererbsen, da ist auch noch eine drin, hatten wir auch geerntet. Die haben die Kinder schon gegessen, deswegen sind nur noch so ein paar vereinzelte drin. Jedenfalls habe ich das in so einer Facebook-Gruppe gesehen und das wollte ich mal ausprobieren. Und da wir so viele Kräuter haben, also so viel auch, so viel Petersilie, so viel Schnittlauch, wollte ich das irgendwie haltbar machen und das versuche ich jetzt mal. Also erstmal das Waschen, das wird ja ein paar Tage dauern, bis das getrocknet ist. Na, um das Ganze jetzt ein bisschen zu beschleunigen hier mit dem Trocknen, habe ich das einfach bei 85 Grad jetzt hier im Backofen gemacht. Ein Kochlöffel dazwischen, dass die Feuchtigkeit abziehen kann. Und ja, es dauert bestimmt ein paar Stunden, weiß ich auch nicht. Mal gucken, das mache ich nachher irgendwann aus. Smurfy. Ach, dann komm nicht. Oh. So, meine Lieben. Ich habe jetzt eigentlich nach meiner Gartenarbeit und nach dem ganzen Haushalt nur noch hier auf der Couch gesessen und gelegen. Mir ist so übel. Mir ist so übel. Ich wünschte, ich könnte auf Toilette gehen und brechen. In der Hoffnung, dass es dann weg ist. Oh. Und ich weiß ja, wenn ich was esse meistens, dann wird es besser. Und es ist jedes Mal eine neue Überwindung dann zu essen, wenn einem so übel ist. Entschuldigung. Aber gerade ist mir so übel, dass ich echt nichts runterkriege. Gar nichts. Bernd kommt gleich von der Arbeit. Wir wollten Burger heute essen. Und ich will die gar nicht braten, weil mir, glaube ich, davon sehr, sehr schlecht wird. Jo. Naja, ich werde das Video jetzt hier beenden. Und ja, danke euch fürs Zuschauen, wie immer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, tschüss.